Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir spielen heute wieder FIFA 20 im FC Bayern. Heute können wir gegen Zagreb fast unsere Safe-Nacht in die Achtelfinale machen. Dann jetzt stellen. Wenn man gewinnt, sind wir im Achtelfinale fast. Mal schauen, ob wie es weitergeht, Leute. Wir werden es einfach sehen, wie die Saison jetzt wird. Wir gucken einfach gegen Zagreb einen Sieg, Leute. Und wenn wir heute gegen Zagreb gewinnen, sind wir, könnte man durchsagen, nicht hundertprozentig, aber Gruppensieger vielleicht noch nicht, aber wir haben eine gute Mannschaft. Und wir müssen heute 3 Punkte holen. Ein Unentschieden wäre halt heftig. Da steht halt Zagreb, wäre halt Zagreb wieder noch im Spiel drin, weil AC Mailand ist punktgleich mit uns. Und das heißt, wir müssen heute auf Sieg spielen. Und wenn wir den Sieg nicht holen heute, dann wird es schwer, Leute. Und Punkt geht vielleicht gerade so noch. Aber ein Sieg muss mindestens her, Leute. Ein Sieg muss heute her. Wir müssen heute gewinnen, Leute. Sonst wird's könnte es nicht sein, Leute. Aber wir werden heute uns alles geben, Leute. Um sozusagen das Ding zu gewinnen. So, heute werden wir. Müller kriegt eine Pause heute. Und Kimmich kriegt eine Pause. So. Dann steht die Sache, Özgat macht eine, Sané geht für Rashford, der Jung Özgat bleibt, Müller, der kriegt eine Pause, dafür nehmen wir, mitnehmen Kehrer mit. Und so lassen wir es jetzt, dann hoffe ich, dass wir heute gewinnen gegen dass wir heute 3 Punkte gegen Dings gewinnen, gegen Zagreb. Und dann haben wir es fast durch. Einfache Gruppe von Anf. Es war eine einfache. Jeder hat gesagt, eine einfache Gruppe. Aber die Gruppe ist schwieriger, wie man gedacht hat, Leute. Muss man ehrlich sagen. Die Gruppe ist. Die ist schwerer, wie man gedacht hat, Leute. Die Gruppe ist schwerer, wie man gedacht hat, Leute. Aber zumindest holen wir heute einen Sieg, dann sind wir durch, Leute. Mit heute 3 Punkten, dann haben wir es gewonnen, Leute. Serge Gnabry werden wir heute nicht einsetzen, dann warten wir noch ein bisschen. Leute. Heute wird er vielleicht nicht ganz spielen. Wir gucken einfach, wie es funktioniert, Leute. Wir brauchen heute erstmal 3 Punkte und dann stehen wir weiter. Ah, Zagreb war ein mega starke Mannschaft, muss man sagen, im Hinspiel alle. Die haben uns richtig gezeigt, wir haben glücklich 1:1 gegen die gespielt. Das muss man sagen, die haben glücklich 1:1 gespielt in Zagreb. Weil da hat ja eigentlich keiner gedacht, dass Zagreb hier diese Gruppenphase umkämpft. Weil jeder hat der AC Mailand und Bayern werden hier einen Durchmarsch machen. Aber zum Ende der Gruppenphase hat sich ein bisschen gezeigt. Hat's ein bisschen gezeigt, wer hier der Chef im Ring ist, Leute. Der Chef im Ring ist langsam. Dann hat man es am Ende der Saison, Ende der Gruppenphase, so die letzten in der Rückrunde hat man es dann langsam gesehen, dass Zagreb es doch nicht die Kraft hat, das Ding durchzustehen, Leute.
sozusagen die Kraft, das Ding zu rocken, Leute. Aber man weiß es ja nicht. Es ist immer noch eine Chance für Zagreb. Und Diego macht 1-0. Und das ist wichtiges 1-0. Wichtiges 1-0, Leute, für unser Team. Das war mega von Lewandowski, lange gewartet und dann kurz vom Ball hat er dann ein bisschen den Fuß weggezogen. Und Diego, ja, und dann schauen wir mal. Es ist ja auch bald wieder Winterpause, Leute, Winter, wo wir danach wieder die Transferphase haben, Leute. Wo wir dann ein, zwei Spieler uns vielleicht holen werden, Leute. RB Leipzig liegt wieder zurück. RB Leipzig, Mann, die sind die. Okay, wir führen 1-0. So, jetzt müssen wir aber weiter Druck machen. Weiter Druck machen, David. Junge, Junge, Diego macht heute, macht ein gutes Spiel heute mit Diego. Der will heute das Ding nach Haus, der will heute die. Der will heute mal Power spielen heute, Lewandowski. Und Diego, ja. Mal schauen, wie es in der 2. Und die Lichter. Boah, da oben der Ball. Ah, schade. Como hat ihn nicht gekriegt. Aber Mann, aber langsam kommt der Licht und. Herr, bei Hernandez ist es sagen, bei Hernandez war halt in der ersten Saison gut, aber jetzt in den letzten Spielen ist Ding halt der Licht immer besser geworden. Aber Hernandez ist nicht aus dem Team raus, Leute. Aber Davis, der hat sich jetzt ein bisschen ins Team ein bisschen reingeballert. So ein wenig, Leute. Aber für Zagreb geht's heute. Für Zagreb geht's heute um vieles, Leute. Für Zagreb geht's heute um alles. Fliegen sie raus oder haben sie noch eine Chance um im Champions League Achtelfinale oder in die Europa League zu spielen? Das wird sich jetzt in den nächsten zwei Spiele, weil wir jetzt langsam kämpfen wir um die Zagreb weiß natürlich. Die Rückrunde geht jetzt los. Es wird jetzt wichtige Punkte sammeln. Oh, aber man merkt auch, oh Petkov, Alter, der Top-Torjäger in der Champions League, Leute. Aber er hat halt früh halt in der Quali mitgespielt. Das war halt das ein Vorteil für Petkov. Aber jetzt kommt langsam Zagreb wieder. Jetzt kommt Zagreb wieder ein bisschen
mit Angriffsfußball dazu. Coutinho ist heute nicht im Spiel, Leute. Er wird heute nicht gesucht, irgendwie so richtig. Er wird nicht gesucht, Leute. Coutinho ist zurzeit nicht der Spieler heute, der die intensiv, der halt hier das Spiel aufbaut. Ah, was war denn das für ein Fehler, Alaba? Das war ein Satz mit X an. Der Licht muss rausstellen. Aber es wäre noch gut, noch einen Verteidiger mitzunehmen und für Martinez noch einen. Wow, Junge. Aber es wird erst in der Winterpause entschieden, Leute, wie wir es weitermachen. Und Lewandowski kommt dran, aber er hat bis jetzt noch keine Kopfchance. Ganz ruhig die Spinne an. Zagreb kommt zurzeit nicht in. Hat eine gute Kopfchance gehabt, aber. Die haben sie nicht genutzt. Lewandowski muss halt ein bisschen weiter vorspielen. Oh, aller Süle. Junge, die Top-Chance für Zagreb, fürs 1:1, Leute. Okay, was macht Zagreb jetzt noch? Schafft Zagreb hier das Spiel irgendwie nach Hause? Irgendwie hier ein Tor noch zu machen in der ersten Hälfte, das wäre wichtig in der ersten Hälfte. In der ersten Hälfte wäre es sehr wichtig, Leute. Wenn Zagreb das 1:1 machen würde. Heute läuft nicht so viel über Philippe Coutinho, Leute. Heute läuft nicht so viel über Philippe Coutinho. Ja, man merkt, heute ist ein bisschen wo steht Alaba wieder da drüben, Alter. Oh nein, 3 Minuten wird nachgespielt. Uiuiui, das ist jetzt. Okay. Da ist ein bisschen kleiner Bug für Werder Bremen gewesen. Ich spiele nicht in der Champions League, sondern ich bin da in der Bundesliga, Leute. Man merkt, Philippe Coutinho ist so zeitlich der Mann, der das Spiel regiert. So, heute hat Diego in der ersten Hälfte es geschafft, Leute, Diego. Das muss man ehrlich gesagt sagen.
und Sevilla Real um Dortmund Unterschied. Oh Mann. So, jetzt würde ich fast sagen, machen wir mal Süle eine Pause. Pavard kriegt auch eine Pause. Dafür geht Martinez. Dafür geht Martinez in die Mitte. So, lass mal den Wechsel. Ja, lass mal so ein bisschen wieder noch ein bisschen ein paar Spieler eine kleine Pause gönnen. Wir brauchen hier. Davis ist wieder on fire, Leute. Leider ein bisschen zu stark geschossen. Ein wenig zu stark geschossen, leider. Und David Alaba kriegt eine gelbe Karte. Ganz ruhig, ruhig. Ganz ruhig. Aber merkt, wir spielen ein bisschen zu saghaft jetzt, Leute. Wenn jetzt ein Tor gemacht und jetzt seitdem machen wir nicht mehr so die. Seit dem 1:0 machen wir nicht mehr so. Wow, Alter, gut geblockt, Leute. Gut geblockt, Leute. Oh, der Continuo, das war Pech. Aber jetzt kommt langsam. Zagreb. Baut sich langsam auf, Leute, Zagreb. Zagreb kommt langsam. Zagreb kommt langsam, das merkt man extrem zur Zeit. Und das Problem ist, wir führen nur 1:0. Das ist das große Problem, was wir haben. Das ist das große Problem. Wir werden hier mal irgendwas ändern müssen jetzt. Zum Ende der zweiten Hälfte, Leute. Vielleicht werden wir Werner reinsetzen, Leute. Werden wir Werner reinsetzen, glaube ich, Leute. Oh, Lewandowski. Junge, Junge, Junge. Wir warten aber noch ein wenig, Leute, bis man wechselt. Nochmal. Oh, aber jetzt würde ich sagen, werden wir eine kleine Spielerwechsel machen. Und
Oder können wir jetzt. Ich sehe fast sagen, dass wir Davis noch raus. Wenn Davis. Können wir. Bin mir nicht sicher, ob wir noch. Nein? Ah, wir haben schon. Okay, wir haben schon drei Auswechslungen gemacht. Alle. Das ist halt das einzigste Nerven, dass er halt manchmal halt auswechseln will. Und man kann einfach nicht auswechseln mehr. Das ist halt manchmal das Problem, Leute. So, Leute, jetzt werden wir noch ein bisschen Geschwindigkeit auf den Angriff vorne machen. Weil ich will ja jetzt auch jetzt ein bisschen die nächste Ding werden jetzt auch. Dass man auch in der Substanz eine Mannschaft aufbauen, Leute. Wir haben eine gute Mannschaft, aber wir brauchen noch die Substanz ein bisschen. Im Mittelfeld Angriff haben wir ja. Verteidigung holen wir, will ich noch einer holen. Und vielleicht so Mittelfeld und nach hinten mehr. Das heißt so, oder nach vorne so einer. Ja, so, das ist noch mein Ziel, Leute. Ja, und, ja, das, ob man dann einen der Megastars uns holen, wie bei FIFA 19, bin ich am, ich habe mal alle genommen, alle, die man holen können, Leute. Oder die es gibt, Leute, aber. Ja, aber wir wissen es dann, wir könnten es machen. Wir schauen es einfach mal, Leute. Einen Spieler würde ich halt am liebsten gern mal mehr holen, Leute, wieder. Wie letztes Jahr war ja Messi immer. Ah, da ist ja dieses Jahr Ablöse, kann man ihn im Sommer ablösefrei machen. Vielleicht können wir ihn ja uns holen ablösefrei. Das wäre halt mega, Leute, ablösefrei. Wenn wir ihn ablösefrei kriegen, aber wir schauen einfach mal, was wir machen in der Winterpause und in der Sommerpause, in der Winterpause. Da werden wir noch sehen, Leute, was wir in der Winterpause und Sommerpause noch machen, Leute. Weißt du, es wäre halt ein sau cool. Sozusagen Messi zu holen, weil die anderen wären noch zu teuer. Ronaldo ist zu teuer. Messi wäre eigentlich. Er ist okay, ist er nicht lang im Team, spielt dann vielleicht nicht ewig Spiele. Weil ich aber wir spielen dann eben im so viel ist mehr in der Regel sind, könnte er ja noch zwei Saison bei uns spielen oder drei. Das wäre, geht sich rendieren, Leute. Das wäre mega. Aber jetzt müssen wir mal wohl langsam wieder mal was anderes. Wir haben jetzt 1-0, machen ein Tor und seitdem machen wir überhaupt nicht mehr nichts mehr. Seit dem 1-0 machen wir einfach gar nichts mehr. Und jetzt entscheiden wir das Spiel, Leute. Timo Werner macht das 2-0. Und somit haben wir Zagreb vielleicht aus dem Champions League Achtelfinal-Duell
uns rausgekickt, Leute. Zagreb wird wahrscheinlich nicht mehr um den die Champions League Achtelfinale mehr kämpfen, denke ich mir. Für Zagreb geht es nur noch um Europa, Leute. Nur noch um Europa. Nur noch um Europa, Leute, das muss man sagen. Nur noch um Europa, so kann man sagen, Leute. Nur um Europa. Und wir haben gewonnen 2-0 gegen Zagreb. Und somit sind wir ziemlich safe im Achtelfinale der Champions League, Leute, wieder. Das müssen wir sagen, wir sind safe im Achtelfinale, wir sind eigentlich fast safe im Achtelfinale, Leute. Und das ist wichtig, dass wir erstmal das Achtelfinale, zum Achtelfinale erreicht haben. Sonst machen wir noch natürlich ein bisschen Interview. Dortmund gewinnt gegen Istanbul, das war wichtig. Und Leipzig verliert gegen Man U. Oh Mann, oh Mann, heftig. Das ist heftig gegen Man U. Okay, aber naja. Mal gucken einmal, was jetzt noch weiter passiert, Leute. Danke, dass Sie direkt nach dem Schluss. Klar, doch mal so ein schönes Ergebnis. Ey, er hat ein Tor gemacht. Man kann, mega, oder Leute? Man muss aber. Er hat einfach ein Tor geschossen. Aber er muss so weiterspielen, weil Lewandowski kommt man halt schwer ran, Leute. Ich glaube, eingeschüchtert war die, glaube ich, nicht, Leute. Ja, aber Zagreb hat ja gegen uns 1-1 gespielt im letzten im Hinrückspiel. Okay, gewonnen haben wir es diesmal, Mann. Ich bin stolz auf die Mannschaft, oder? Man muss stolz auf die Mannschaft sein, Leute. Das ist wichtig. Vielen Dank. Wir waren stolz. Wir wären stolz gewesen. Das war richtig gut. So. So, jetzt hätte ich sagen, trainieren wir gleich nochmal, Leute, ein bisschen. Tun wir noch ein bisschen trainieren heute ein bisschen. Dass die Spieler noch ein bisschen fitter werden. Dann hätte ich sagen, tun wir noch ein bisschen. Posteingang ist fertig. Genau, Leute. Und jetzt gegen Bremen bin ich mal gespannt, Leute. Gegen Bremen wird's ein schönes Spiel. Und ich hoffe, Leute, dass wir heute ein gutes Spiel abliefern gegen Bremen. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.